willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal ein ganz kleines, kurzes Video. Ich dachte mir, ich werde heute mal ein Hortensien-Video machen, denn es ist gerade in Japan die Hortensienzeit. Um genau zu sein, ist eigentlich die Regenzeit, nur heute regnet es zum Glück nicht. Die letzten Tage hat es immer geregnet und ich dachte mir, ich muss den Tag nutzen und nehme euch mal ein kleines Video auf, denn es gab wahrscheinlich eine Weile kein Video mehr, weil das Wetter immer so schlecht ist. Und ja, die Hortensie ist die Blume der Regenzeit, denn nachdem die Kirschblütenzeit aufgehört hat und die Regenzeit beginnt, fängt die Hortensie an zu blühen. Es gibt hier in Japan super viele Hortensien, richtig viele verschiedene Sorten. Es sieht richtig, richtig schön aus. Und ich dachte mir, die zeige ich euch heute mal. Und ich habe mir auch ein richtig schönes Café rausgesucht, wo es spezielle, limitierte Hortensiensachen zu essen gibt. Da werden wir gleich einmal hingehen. Aber davor dachte ich mir, zeige ich euch erst einmal die Hortensien. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich so fertig aussehe, es ist einfach schon wieder relativ schwül in Japan. Der Sommer kommt langsam. Aber was soll man machen? So, und hier befinde ich mich gerade. Sieht richtig, richtig schön aus. Ihr habt den Weg auch gerade in den Videos gesehen. Hier lauter Hortensienpflanzen. Hier ist es auch ein bisschen höher. Oh, mega windig, es tut mir leid. Und hier ist auf jeden Fall so ein kleiner Weg durch die Hortensien durch. Richtig schön. Im Japanischen bedeutet Hortensie übrigens Ajisai. Es gibt allerdings noch einen zweiten Namen und der ist Chichihenge. Das bedeutet so viel wie sieben Veränderungen und den Namen trägt sie daher, weil sich die Blütenfarbe der Hortensien verändern können, sogar über einen kurzen Zeitraum hinweg. Wusste ich überhaupt nicht und deswegen ist sie zum Beispiel auch ein Symbol für Vergänglichkeit und den stetigen Wandel. Und die Farbe der Hortensien hängt wohl vom pH-Wert des Bodens auf dem sie wächst und des Regens, der sie wässert, ab. Wusste ich auch nicht. Und ja, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Hortensienwissen. Wow, vielleicht braucht ihr das ja irgendwann mal im Leben. So, ich habe jetzt mal eine kleine Hortensie gefunden, wo man ganz gut sehen kann, dass sich die Farbe verändern kann. Sie hat einfach so einen richtigen rosa-lila Verlauf. Das sieht so schön aus. Irgendwie, ach, ich weiß nicht, richtig, richtig nice. Vor allem hier bei dieser Blütenkugel. Ich nenne es einfach mal so, sieht das richtig nice aus. Also einfach so von rosa zu lila. Da sieht man richtig gut den Übergang. Ach, richtig schön. Und voll klein. Wir haben jetzt super viele Hortensien gesehen, richtig, richtig schön finde ich. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, welche Farbe ihr bei den Hortensien am schönsten findet. Ich finde blaue Hortensien am schönsten, besonders wenn man dann noch den blauen Himmel im Hintergrund sieht. Und ja, ich würde aber sagen, dass wir jetzt langsam zum Café gehen. Ich habe nämlich Hunger und ich bin super gespannt, wie das Essen schmecken und auch aussehen wird. Ich kenne die Bilder nur von Instagram. Und ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt los. Wir sehen uns beim Café wieder und bis dann. Angekommen. Ich befinde mich jetzt in Shimokitazawa. Das ist ungefähr 15 Minuten von Shinjuku entfernt. Und hier in der Straße, in der ich mich gerade befinde, ist das Café. Ich stehe, um genau zu sein, direkt davor. Ich drehe einmal die Kamera. Hier seht ihr das Café Sunday Brunch. Da werden wir jetzt hingehen. Und ansonsten ist die Ecke hier super, super schön. Hier gibt es ganz viele kleine Cafés, ganz viele kleine Restaurants und auch viele Klamottenläden. Und wie ihr seht, der Himmel hat sich ganz schön zugezogen. Ich hoffe, es fängt nicht mehr an zu regnen, weil ich habe meinen Regenschirm vergessen. Ich weiß, ein bisschen dumm in der Regenzeit in Japan. Ich musste mich nämlich etwas beeilen, um den Zug noch zu bekommen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt in das Café rein und ich melde mich drin wieder. So Leute, ich bin jetzt angekommen. Ihr seht es, es sieht richtig, richtig schön aus. Hier sind überall Pflanzen. Richtig süß, genau mein Ding. Ich liebe Pflanzen. Und ich habe auch gerade schon das Menü bekommen. Das zeige ich euch einmal. Hier gibt es ganz viel Hortensienessen. Es gibt hier auch anderes Essen, aber ich zeige euch jetzt mal nur diese Seite hier. Es gibt hier auf jeden Fall
Kuchen, es gibt Getränke, es gibt Reis, es gibt French Toast und noch Eis anscheinend auch. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich werde jetzt mal schauen, was ich mir hiervon bestelle und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay Leute, mein Essen ist angekommen. Es sieht richtig, richtig schön aus. Schaut euch mal bitte dieses Essen an. Ich glaube, das ist das schönste Essen, was ich jemals gegessen habe bzw. essen werde. Ich zeige euch einmal, was ich mir genau bestellt habe. Also einmal haben sie hier noch Hortensien mit dazu gestellt. Sieht richtig, richtig schön aus. Ein richtig schönes Fotomotiv. Dann habe ich hier einmal ein Getränk, Getränk Nummer 1 mit Eis drin. Das ist Zitronen- und Litchi-Limonade. Dann habe ich hier Getränk Nummer 2. Das ist, glaube ich, nur Zitronenlimonade. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Sieht auf jeden Fall auch mega schön aus. Dann hier der Kuchen. Der ist mit hellem Pfirsich, ein bisschen Jelly und Sahne. Ansonsten ist das ein ganz normaler Shortcake. Und dann zum Schluss natürlich noch das Hauptgericht. Steht hier gerade ein bisschen im Schatten drin, aber egal. Das ist ein Reisgericht mit Zitronencremesoße. Und das, was aussieht wie Blumen, ist Kartoffel. Und eigentlich ist das Gericht mit Hühnchen noch dazu, aber ich habe natürlich ohne bestellt. Sie haben zuerst falsch geliefert und haben sich dann 1 Million Mal entschuldigt und mir hier die zweiten Blumen gegeben. Also zum Anfang hatte ich nur diese Blumen. Jetzt habe ich noch Dieb dazu bekommen, weil sie sich die ganze Zeit entschuldigt haben. Und ja, sieht auf jeden Fall mega, mega lecker aus. Ich werde das jetzt essen. Ich würde sagen, Itadakimasu. Kurzes Zwischenfazit, denn ich habe den Reis jetzt aufgegessen, wie ihr sehen könnt. Ich wollte euch einmal kurz sagen, wie er geschmeckt hat. Der Reis war richtig, richtig lecker, auch mit dieser Cremesoße. Die Zitronencremesoße hat richtig gut geschmeckt. Und was mir mit am besten geschmeckt hat, war die Kartoffel in Form von den Blumen. Einfach richtig lecker, so ein richtig schöner Kartoffelstampf nennt man das, glaube ich. Ich bin mir gar nicht so sicher. Die Getränke habe ich auch angefangen. Sie scheinen beide genau das gleiche zu sein. Zumindest erkenne ich keinen Unterschied. Das kleinere habe ich ja auch schon ausgetrunken, auch wenn man das nicht so sieht, weil da noch Eiswürfel drin sind. Und ja, sehr lecker. Richtig schön kalt, richtig schön erfrischend. Beides Litchi und Zitronenlimonade, wie gesagt. Und es war aber ein bisschen schwer, das zu trinken, weil hier überall so Glibber drin ist. Also so ein bisschen Jelly. Und manchmal ist der Jelly im Strohhalm stecken geblieben. Dann konnte man das irgendwie nicht so gut, trinken, aber egal. Und ja, ich werde mal weiter essen. So sieht das hier übrigens aus. Ich habe hier meine Kamera angestellt. Die Leute schauen mich auch andauernd an, aber das ist okay. Und ja, ich würde sagen, ich esse weiter. Bis dann. So, und ich melde mich nochmal kurz, denn ich habe jetzt mit dem Kuchen angefangen. Hier, ihr seht es, er schmeckt richtig, richtig gut. Also ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Sahne- und Quarkmensch. Deswegen die Sahne könnte von mir aus gerne fehlen. Aber naja, das ist eher fürs Foto und fürs Video, um ehrlich zu sein, weil es so schön aussieht. Aber der Shortcake an sich ist richtig, richtig weich, richtig soft. Und was richtig gut dazu passt, ist komischerweise der Jelly. Hätte ich niemals gedacht, dass ich das mal sagen werde, weil ich eigentlich nicht so der Wackelpudding-Fan bin oder Jelly-Fan. Aber der Jelly ist irgendwie so ein bisschen säuerlich und ergänzt richtig gut den süßen Kuchen. Also schmeckt wirklich gut zusammen. Und ja, der Pfirsich da drin ist auch sehr lecker. Wie gesagt, das ist dieser weiße Pfirsich oder heller Pfirsich, wie auch immer. Und ich würde sagen, ich esse weiter und bis gleich. Ich bin's wieder. Ich habe mir mal einen schönen Hintergrund für meine letzten Worte an euch herausgesucht. Schön mit Hortensien, passend zum Thema. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Café war super, super schön. Es war einfach gemacht für mich, weil da überall Pflanzen drin waren und ich liebe Pflanzen. Und das Essen war auch super, super lecker, wirklich. Besonders die Hauptspeise hat mir sehr gut geschmeckt, aber auch die anderen Sachen. Ich habe das Café auf jeden Fall in der Videobeschreibung stehen, genauso wie den Instagram-Account. Könnt ihr gerne mal auschecken. Ich habe auch ganz viele Videos mit meinem Handy gemacht, denn in letzter Zeit bin ich sehr motiviert, Instagram-Reels zu machen. Deswegen, falls ihr ein paar Japan-Instagram-Reels sehen wollt, schaut doch gerne bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Der ist auch in der Videobeschreibung, genauso wie alle anderen Social-Media-Kanäle und meinen Discord-Server. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass euch dieser Tag voll mit Hortensien gefallen hat. Es war nur ein kurzer Vlog, aber ich hoffe, ihr fandet es okay. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben da. Und über den ein oder anderen netten Kommentar würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns auch schon im nächsten Vlog wieder. Deswegen würde ich sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!